Moin Kinders und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ja, ich habe nach der letzten Aufnahme mal ein bisschen weiterarbeiten lassen. Man sieht jetzt hier, die BGA ist gerade im Begriff leer zu laufen. Das heißt, wir werden gleich mal unsere Silageballen da reinhauen. Ja, und die anderen Fahrzeuge auf den Missionen sind nach wie vor voll bei der Arbeit. Wir warten jetzt einmal ganz kurz ab, dass der wirklich leer wird. So, der Sound geht auch aus. Sehr schön. So, dann holen wir jetzt mal hier das Ungetüm und werden auch dann mal gleich gucken, ob das auch geklappt hat, dass wir wirklich 200.000 Liter da reinbekommen in den Catcher. Na, wieso? Achso, er nimmt die von unten weg. Gut. So, 143.000 sind. So, dann lass uns mal ganz kurz aussteigen. Ja, 191, das passt. Wir haben gesagt, 192.000 sind es. Dann funktioniert das schon mal. Sehr gut. Dann bringen wir den Trailer einmal hoch zur nächsten Wiese. Ich hoffe, dass die dann eben auch bald reif wird, beziehungsweise in die zweite Wachstumslänge, die zweite Erntestufe geht, so rum, damit wir die dann auch mähen und verpressen können. Ja, und dann werden wir gleich mal einen kurzen Rundumschlag machen, gucken wir mal zu den ganzen Maschinen hin, wie es denn da so aussieht aktuell bei der Arbeit. Also was ich jetzt schon sehe, ist, dass wir die Sämaschine wohl relativ bald auffüllen müssen. Da haben wir noch 17% drin, also knappe 500 Liter. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall bald eingreifen müssen. So, dann würde ich sagen, lassen wir den einfach hier auf der Seite mal stehen. So, Rundumleuchte können wir ausmachen. So, dann geht's weiter. Das ist der Abfahrer hier von der Erntemission. Das ist die Sämaschine. Ja. Unser Pflug ist auch schon, ja, gut vorangekommen. Lass uns da gleich mal gucken, wie es denn prozentual aussieht. 43%, der hat schon fast das halbe Feld. So, die Sämaschine ist auch schon über die Hälfte, ja. Das ist der Gruber, der hat auch nicht mehr viel. 11 Minuten, das schaffen wir in dieser Folge sogar noch. Gut, der steht, das ist der Drescher, der braucht noch 21 Minuten. Ja, werden wir nicht ganz schaffen heute, das wird dann morgen fertig. Jo, aber es sieht doch ganz gut aus. Jetzt will ich mal doch gucken, was das Gras hier macht. Da müssen wir einmal Gras anmachen. Ja, es ist halt erste Stufe. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Jetzt will ich mal was gucken, was würde denn zum Beispiel hier die 33 kosten. 151.000, das ist die Wiese hier am Hof so. Das wäre auch mal noch sinnvoll, dass wir das mal mitnehmen. Also was waren das? 151.000. Was sagt denn eigentlich hier? Wir könnten noch Kredit aufnehmen. Oder wir könnten, was haben wir denn noch? Ein bisschen Gerste, ein paar Kartoffeln. Ja, Stroh nützt nichts, Gärreste hätten wir, Hopfen hätten wir noch, Roggen hätten wir auch noch ein bisschen. Naja, das bringt eigentlich nicht wirklich was. Tja, was machen wir? Ja, komm. Lass uns den hier mal schnappen.
das runter. Dann machen wir erstmal hier noch ein bisschen weiter. Oder sollen wir doch einfach mal anfangen, alles zu verkaufen, was wir noch haben? Ach, das machen wir jetzt. Komm. Ich will Geld bekommen. Das heißt, wir brauchen den da. Machen wir einfach mal einen Ausverkauf. Einfach mal wieder ein bisschen Geld zusammenzubekommen und dann zu sehen, wo wir vielleicht noch was investieren könnten oder ob wir irgendwie Kredit erstmal zurückzahlen. Und vielleicht ist, bis wir damit fertig sind, dann auch die Wiese zum Beispiel so weit, dass wir sie ernten können. So, erstmal hier den großen Anhänger. So, jetzt fangen wir im Grunde einfach beim Silo vorne an und tackern uns quasi durch die einzelnen Rubriken durch. Da, wo was da ist, wird gemacht. So. Gerste. Gut, dann gucken wir, wo kriegen wir Gerste los. Getreidehandel. Ja. Oh, jetzt ist die Frage, war das auch? Das ist auch Gerste. Das ist blöd. Nee, Gerste können wir nicht machen. Nee, das ist schlecht, weil das zur selben Verkaufsstelle wie die Mission, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir kippen die Gerste erstmal wieder zurück. Und dann machen wir eben mit dem nächsten weiter. Also die Kartoffeln werden wir... Naja, die hauen wir auch weg. Wir hauen alles weg. Ohne große Rücksicht, ne? So. Kartoffeln. Gut, dann gucken wir, wo kriegen wir die Kartoffeln los. Bei der Raiffeisen ist zwar ein sinkender Kurs, aber egal. So, dann gucken wir mal, wie gesagt, wenn wir irgendwie jetzt dann am Ende vielleicht 30, 40, 50.000 Euro machen mit dem Lagerbestand noch, wäre ich zufrieden. Ich glaube es aber eher nicht. Wobei ich nur auch davon ausgehe, dass wir von der Erntemission bald auch die ersten Gewinne einkassieren können. Weil der war doch schon ja relativ weit fortgeschritten auch. So, dann erstmal die Kartoffelchen weg. Ja, das waren 4.200. Ja, guck mal, es kommt schon das erste Geld jetzt von der Ernte von der Mission rein. Aber das heißt, wenn 100% angeliefert sind, dann könnten wir auch jetzt dann doch die Gerste verkaufen. Ja,
Das geht dann. Ich bin wirklich sowas von gespannt, was uns die BGA um Mitternacht an Kohle bringt. So, dann kommt Gerste rein. So, ich glaube, wir müssen dann uns um die Seemaschine kümmern. Ich gucke gerade, der ist bei 82 Litern nur noch. Ja, das ist schon nicht mehr sehr viel. Dass wir zumindest noch schnell zum Getreidehandel hochkommen und den einmal leer machen. Jo, ein bisschen Gegenverkehr. Ups, einmal hier hoch. Lohndienstleistung auf Feld 11 abgeschlossen. Das ist der Grubber. Sehr gut. Das läuft doch wirklich wieder wie am Schnürchen. Ich möchte jetzt auch nicht wissen, wie viel Liter Gerste wir jetzt da noch von der 12 runter bekommen, von dem Missionsfeld. Aber wenn ich sehe, dass der Drescher jetzt schon wieder voll ist, das heißt, es sind jetzt nochmal 13.000 irgendwas an Litern, plus das, was noch kommt, ja. Ja. Die Elisabeth hat das Sehen beendet, weil der Tank leer ist. Dann lass uns mal ganz kurz. Ja, der ist am Machen. Der fährt wirklich, wenn er voll ist, fährt er raus. Das ist Wahnsinn. Das habe ich so noch nicht gesehen. So, das waren 15.000. Abfahrer rufen. Wieso kommt der nicht? Der steht doch hier. Ja, Gott, jetzt fährt er los. Wir müssen aber erstmal ganz kurz den hier zumindest da runterfahren und nicht, dass der Abfahrer da von der. Ups, nee, da kommen wir nicht raus. Das wird ein bisschen eng zum Drehen. Dann fahren wir einmal. Ei, das ging auf die Anhängerkupplung. Fahren wir einmal hier vorne an die Straße. Dann kümmern wir uns um die Seemaschine als nächstes. So, dann lassen wir den einfach mal kurz hier stehen. Seemaschine. Fahren wir hier unten rum. Ja, auf jeden Fall kommt ja wieder langsam, aber sicher ein bisschen Kohle nach. Das gefällt mir doch ganz manierlich und ganz gut so.
So, dann einmal schnell zu den Saatguttanks mit der Maschine. So, hier sind wir richtig. Wieso haben wir hier das auf? Den brauchen wir doch gar nicht. Wir arbeiten doch hier mit dem Helfer. So, voll. Na gut, da fahren wir einmal durch die Büsche hier. Jetzt werden wir einfach mit dem Helfer von der vorderen Seite anfangen und den nach hinten durcharbeiten lassen zu der Richtung, eben, wo er schon gesät hat. Weil bevor ich jetzt hier groß suche, wo der gewesen ist, ist das, glaube ich, so schneller und einfacher zu handeln. So, wir können aber schon mal ausklappen hier. Drehen wir mal. So, Harvey Helfer. So, der ist am Arbeiten, der ist fertig. Den lassen wir einfach mal hier stehen. Interessant. Achso, nee, Abfahrer hier entlassen. Interessant, was du für Dinger hier machst. Immer zum Ende der Folge macht der Drescher irgendwie Spirenzchen. Sehr merkwürdig. So, komm, weiter geht's. Und wir machen hier weiter. Vielleicht kriegen wir, werden wir nicht schaffen, noch eine Fuhre jetzt gleich zu verkaufen, weil ich nicht weiß, was wir haben und wohin wir müssen. Das sehen werden wir es noch. Also beladen werden wir den Anhänger noch, aber wegfahren wird erstmal nichts werden. Weil wir doch eine Minute vor Ende der Folge sind. So, und ich weiß aber auch, was wir auch demnächst mal machen werden. Er zeigt uns ja immer an, dass die Wiesen auch mal gepflügt werden müssten. Das heißt, wir werden da wirklich einmal mit dem Pflug drüber donnern auch und dann wieder Gras ansehen. Mal gucken, ob das dann vielleicht auch noch ein bisschen Ernte plus bringt. Das werden wir in Angriff nehmen demnächst mal. Nicht sofort, aber irgendwann schon. So, jetzt gucken wir, wir machen noch eine Befüllung und dann, ja, sind wir schon wieder am Ende für heute. So, bremsen. Was haben wir denn jetzt noch? Das lassen wir mal sein, das Stroh. Roggen 4000. Nee, es lohnt sich nicht. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Hopp, doch Hopfen hätten wir noch. Gut, den Hopfen machen wir dann nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Folge. Morgen. Ja, und dann sind wir nämlich erstmal für heute fertig. Wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne morgen um 15 Uhr wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.